Skitalente gibt es in Österreich mit Sicherheit sehr viele. Die Zahl der Ausnahmetalente dagegen, die ist klein. Einer davon ist der 8-jährige Luca Stocker aus Mariarain in Kärnten, der sogar schon mit Marcel Hirscher verglichen wird. Er fährt jetzt der deutlich älteren Konkurrenz bereits auf und davon und landet bei diesen Rennern auch regelmäßig auf dem Podest. Im Hause der Familie Stocker in Mariarain läuft alles, nicht nur im Spiel, wie gewachselt. Beide Kinder, Luca und Laura, mischen den Skizirkus auf, speziell der 8-jährige Sohnemann. Der war noch keine 2 Jahre alt, als er im Bodental das erste Mal auf den Bretteln stand. Ich bin mit Hocke mit den Ski runtergezogen, den Hang. Da ist er auf, gefahren, glaube ich, 3 Stunden ohne Abwechslung, also ohne Pause drinnen. Dann hat mich der Papa immer aufhalten müssen. Sonst wäre in die Skischule eine Gras. Bekannt wurde Luca vor 2 Jahren, als sein Vater den damals 6-Jährigen beim Skifahren filmte und dann das Video ins Internet stellte. Mittlerweile wurde diese rasante Fahrt rund 1 Million Mal aufgerufen und der talentierte Maria Reiner gewinnt nahezu alle Skirennen. Nicht nur in seiner Altersklasse, auch die Kids-Trophy am Zauchensee. Papa und Trainer Roland verbringt nahezu jeden Abend im Keller mit 15 Paar Ski. Ja, das ist mein Reich im Winter, da verbringe ich ca. 80% meines Lebens. Normalerweise sagt man immer, Männer bügeln sehr ungern, aber... Das macht Spaß. Das macht richtig Spaß, weil das macht die Ski schnell. Von Oktober bis Mai geht es in jeder freien Minute ab auf die Piste. Zum Schluss eben auch auf den Gletscher. Also das Ziel, dass mein Luca da jetzt dann schießt, der macht, das war eigentlich von Anfang überhaupt nie da. Das ist im Laufe der Zeit eigentlich erst entstanden, eben weil er so eine riesige Ausdauer gehabt hat, weil er von der Früh bis auf die Nacht wollte eigentlich nur Skifahren. Sein großes Vorbild, Marcel Hirscher, hängt natürlich auch im Kinderzimmer. Denn wie er beherrscht Luca die Schräglage nahezu perfekt. Wenn ich den Schnee berühre, dann kitzelt das auf den Fuß. 5-mal die Woche packt die Familie ihr Auto voll und fährt zum Training oder zu einem Rennen. Diesmal zum Beispiel auf die Simonhöhe. Lukas Schwung und Stil überwacht Roland in Doppelrolle. Als Papa bin ich natürlich für alle anderen Sachen zuständig, nur nicht für Skifahren. Aber als Trainer bin ich der Trainer. Da bin ich ein ganz anderer Mensch. Da hat er genau das zu machen, was ich sage, was er sonst oft nicht macht. Der kleine Luca, der Klauser. Der Papa ist manchmal streng, wenn ich zum Beispiel den Innenski nicht einsitze und manchmal immer den gleichen Fehler habe. Jeder Mensch macht Fehler, aber bei diesem jungen Skifahrer sieht der Laie kaum welche. Luca Stocker, ein Talent, das wir wohl noch häufiger am Stockerl sehen werden.